ohne Witz. Vielleicht treffen wir gleich wieder eine ganz coole Socke namens Martin. Meinst du? Warum alle guten Dinge sind drei? Ja. RTB 8, Status hier. Da liegt doch jemand. Reden? Ja. Hallo? Och nee! Och nee, was machst du für Sachen? Keine Ahnung, bin vorbeigekommen. Kannst du mal kurz zur Seite gehen, wenn ich an den rankomme? Baker, hallo? Och nee. Oh, nee. Okay, ich schreib schon mal. Ich schreib schon mal die Triagekarte. Dies ist Baker. Baker, hallo? Hey. Ja, was würde ich nur ohne dich tun, Kia? Ja, ne? Ja, so aufgeschmissen. Aiden? Ja? Du hast eben noch gesagt, alle guten Dinge sind rein, ne? Sag nie wieder was. Sag nie wieder was. Jetzt ist man lieber nicht gecallt. Oh Gott. RTB 8, Status 8. Das muss so. RTB 4, Status 1. Müsst du damit bearbeiten? Ja, müssen wir aber Benny fragen, weil wegen dem haben wir es ja angesetzt. Trag dich mal rein zum Bett. Warte mal. Achso. Jetzt bei Katzen immer ein bisschen so ein Thema aus dem ATW. Ja. Ja, ganz ruhig, Luna. Die wird gleich geholfen. Kleine, hm? Wird's bald besser gehen? Ja, müssen wir schauen, wie wir es regeln. Aber. Oder frag mal Benny. Oh nein! Hä? Hä? Ist es nicht da bei der 187? Mhm. Gott. Was ist das? Was ist das? Ja? Achso, das ist doch nicht 187. 187 ist eins weiter. Und die Box. Wie immer. RTB 2, Status 4. Hallo. Wir warten noch. Wollt ihr euch noch zu Ende boxen? Wenn ihr euch zu Ende boxen wollt, macht das dann. Ja, dann du musst zu Ende boxen. Ey, nicht um! Aua, ey, du bist ein richtiger Lutscher, ne? Hey, das war Call for Medic. Wenn Medic sagt. Komm, lass sie doch zu Ende boxen, weißt du. Scheiß drauf. Brauchen die ja nicht zu wissen. Bam, Labello. Da sag ich ja nichts zu. Wenn die meinen, sich boxen zu müssen, dann sollen sie es machen. Na klar. Vor allem, was ich geil finde, sind die. Wo sie hier leben, finde ich einfach nur geil. Ja, warum diesen großen Pool? Ja, gut, ne? Die Nine Train. Oh, das ist der falsche. Keine Ahnung. Die scheinen aber echt nett zu sein. Das sind die. Ist Zane, was ist für ein Problem? Ich bin blank, ich mach da nicht mehr. Bloß. Ich bin so ein Lutscher. Geh mal zurückziehen. Ich bin wieder den letzten, weißt du. Aber ich wusste sofort Bescheid, wo ihr seid. Deswegen dachte ich mir sofort,
Ja, ich weiß. Ach komm, ich herkomme. Warum sollen wir euch jetzt hier verbieten, euch Sonne hier zu boxen? Macht doch ruhig. Ja, aber ich habe kein Geld, deswegen mache ich das nicht. Ja, nee, nur also, ne, also finito, so, aber wir sagen nachkommen. SW3, Flatschelle. Könnt ihr euch schon zu Ende boxen, ja. SW3, hört. Das ist für euch, wir nehmen so per Irgendwie, das ist doch eine, springt irgendwo hin. Wie bitte? Ach, das ist nicht. So mit SW3, Status 2. Was das? Verstehe ich nicht. Cool. Das ist ein Gitter. Cool. Dann machen wir mal. Cool. Ja. Ist Leroy eigentlich im Kampf? Nase! Na, wach werden! Was? Guten Morgen! Guten Morgen! Alter, so werde ich gerne geweckt. Ja, bist du ein Engel? Nee, ist meine Kollegin. Das Meerschweinchen, kennst mich doch. So, du hast eine leichte Schwellung am Kopf. Also im Kopf. Okay. Weißt du, also ich hast ein SRT1, supi, ne? Also Gehirnerschütterung. Ich meine SRT2, eine Gehirnerschütterung auf gut Deutsch. Richtig, genau. Also es ist da ist ein bisschen was, aber das versuchen wir jetzt so hinzukriegen. Wir gehen jetzt rüber ins Röntgen, gucken uns die ganze knöcherne Geschichte nochmal an, Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, und dann versorgen wir den Streifschuss. Das machen wir aber nicht im OP, das können wir hier. Also bei uns im Behandlungszimmer. Und die Platzwunde am Kopf, ne? Bei und das natürlich auch, natürlich. Es kann sein, wenn du einen Halswirbel verschoben hast, dass du sogar eine Massage bekommst, eine kostenlose. Wir gucken ich mal. Ich hoffe, ich habe einen Halswirbel verschoben. Wie sieht's denn aus mit der Übelkeit? Mir ist kurz übel, ne? Okay, alles ja, klar. Okay. Ja, gut. Ich glaube, dann werde ich sowieso wieder die Massage machen, ne, Jim? Ja. Dann setz dich mal langsam auf. Genau, mach langsam, genau. Da warten ein paar Minuten, bis sich das ein bisschen Kreislauf dran gewöhnt. Wie ist es mit dem Schwindel? Also wir stützen dich jetzt rüber ins Röntgen. Mach mal die Bilder, wir beeilen uns ein bisschen, dass wir das ein bisschen... Okay? Ja. Sollte allerdings während der Zeit was schlimmer werden, sag uns das bitte. Genau. Ja, das ist wichtig. Mhm. Gut. Wenn du bereit bist, wir sind's. Wir haben alle Zeit. Ja, okay? Wir stützen dich, keine Sorge. Ja, und los geht's. So, siehst du. Kann schon nichts passieren. Locht. 7-3, gib mir MRT wieder frei, bitte röntgen. Lucht ist sicher laut. Verweigert. 3, Start, 2. Warte. Darf nicht flüchten. Ja, gut. Pack mal in die Schale, pack mal das Zeug rein. Das Handy hab ich eh noch, kriegt er gleich wieder von mir. So, ich nur Leitstellen, Telefon. So, ich leg dir mal eine Bleischütze drüber. Ja, ich krieg noch Kinder. Das freut dich doch bestimmt. Ja. Wieso sollte mich das freuen? Bis gleich. Bis gleich. Och, Nase, ey. Aha, ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Oh Gott, ey. So, ruhig liegen bleiben, bitte nicht bewegen, wenn es geht, okay? Wir sind da. So, machen wir nochmal eine vom Halswirbel. So. Und was siehst du? So, also, HWS sehe ich tatsächlich wieder so eine kleine Verschiebung. Wenn ich mir das gucke, siehst du deinen Schatten im Bild? Ich glaube, das könnte sogar, ja, das ist so ein bisschen verschoben ist er. Da freut er sich gleich drüber, eine Massage zu kriegen. Aber wenn du das den anderen Männern einbietest, kannst du mir das auch anbieten, okay?
So einfach kommst du mir hier nicht weg. Das kannst du vergessen. Das kannst du. Ja, Moment. Das ist. Nein. Nein, ich will das auch. So, also. Halswirbel. Oh ja, Gott, ey. Da sind wir wieder. Nimm mal die Fleischschürze runter. Hast du deine Metallschürze wieder? So, und dann gehen wir zusammen in den Behandlungsraum. Okay. Und weißt du was? Du kriegst eine Massage. Dann klären wir dich auf. Und du hast die Massagebonus gewonnen. Ja. Ja, Jim will die auch haben. Finger weg, das ist meine. Wer sagt das? Ach so, schon deine. Ach so. Ja. Sag mir. Ich gerade geclaimed. Du hast mich geclaimed. Ah. Ja. Ah. Ja, Moment mal. Wir haben die Bekanntheitsbonus. Also der Arbeitskollege Bekanntheitsbonus. Ich kenne das. Wie lange kennen wir uns jetzt auch schon? 2 Monate oder so, ne? Auf jeden Fall schon, als du noch Studi warst. Ja. Gut, also ab ins Behandlungszimmer und dann könnt ihr da weiter flirten. Okay? Wow. Nehmt euch ein Zimmer nachher. Später. Gerne. Meine linke Betthälfte ist noch frei. Ach so. Glaub, ich schlafe heute im State. Team 3 gibt Röntgen wieder frei. Nö, nee, lassen wir auch mal eine Möglichkeit. Also, dann einmal hier drauf. Guck mal, der eine Kopf war auf meiner Seite. So, fangen wir erstmal mit einem Streifschuss an, würde ich sagen. Ja, aber guck hier, ich hab was Grünes auf dich drauf geworfen. Hab dich geclaimed. Das war so klar, jetzt ist die Massage, ne? du hast angefunkt, Jim. 41 Hertz. Frage Standort. Fang an. Behandlungszimmer. Mach ich doch gerade schon. Ja. Kriegst gleich auch noch ein Wärmepflaster auf dem Rücken noch extra, ne? Ja, kräftiger. Das war so klar. Au, nicht so kräftig. Oh, du bist eine Pappnase, ey. Ich bin die Pappnase. Ja, dann eben die Pappnase, weil dann Spitzname Nase ist. Ha. Eine rote Nase haben wir auch. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. So, es sollte Hallo, Tom. Besser werden. Hat ihr noch ein Wärmepflaster auf dem Nacken? Wie du was? Hallo. Hallo. Nicht Tom. Hallo. Vergiss es. Ich bin Nase. Ich werde gerade von einer wunderschönen Ärztin massiert. Oh, wow. Brauche ich dir gleich deine Hose wiedergeben? So. Ich habe mich beobachtet. Soll ich mich rumdrehen? Ja, bitte. So. Jim auch. Okay. Ja. Ich habe schon so viele Sachen gesehen. Ja, das fühlt sich gut an. Hm. Aber Pia? Ja? Kommst du da ganz kurz alleine zurecht? Ja. Okay, ja. Dann Jim, komm jetzt. Ja, ich komm.